Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner weiteren Folge bei Kettel am Kopf. Ja, es geht noch weiter. Die Ernte hat mehr oder weniger gerade begonnen. Im ersten Feld. Aber denkt mal, das werden wir heute abfließen. Und dann schauen wir mal. Ja, zwei, drei Felder. Entschuldigung. Aber kleinere Felder habe ich noch. Und ja, da muss auch gemacht werden, ne? Das ist ja halt so, ne? So. Dann wollen wir schauen. Jetzt haben wir ja Ende Februar. Also vom Monat her. Und wann der Update kommt, weiß ich nicht. Die haben vom März gesprochen. Ich weiß nur, dass, naja, die wollen ja was ändern mit Gruppen und mit Flügen, ne? Dass also der Flug und der Gruppe praktisch einen anderen Einfluss bekommen. Aber ich werde das ja nicht so hinkriegen, dass man das in den Augenblick noch schafft, ne? Muss ich halt mit den Änderungen dann leben. Wenn es negativ ist, ist halt so, ne? Aber wiederum Flügen wollte ich es auch nicht. Das ist eine echt mühsame Arbeit, in Anführungszeichen. Und da müsste ich sagen, gut, mir fehlt das Geld dafür. Ich müsste da noch einen stärkeren Traktor haben, der den Flug auch ziehen kann. Und dann mit dem KI das flügen lassen. Frage ist nur, ob wir dabei sein müssen oder schlafen können. Entschuldigung. Denn dann wäre er innerhalb von ein paar Tagen fertig. Aber ich glaube, man kann nur Feld zu Feld beauftragen, ne? Ja. Aber mal schauen, ne? Was die Ernte überhaupt einbringt. So schnell tellern wollte ich es gar nicht. Aber wir müssen das tellern normalerweise. Und klar könnte man sagen, okay, wir machen nur die Feldränder, wo da die Probleme auftreten könnten. Und dann eine Theorie, den Rest mit der Seemaschine gruppern, ne? Aber eigentlich macht man das ja so, dass man das den, was das, was an Korn rausfällt, um Feld liegen bleibt, dass es man eine Chance gibt zum Aufkeimen. Also dass das im Prinzip keimt und dass man durch das Teller dann her nach einer gewissen Zeit diesen Keimerprozess unterbricht. Und so, dass wir bei der nächsten Ernte nicht zwei Sorten drin haben, ne? Wir müssen links gleich mal eingreifen, also ich muss das machen, ne? Ich habe zu spät runtergenommen, das habe ich aber befürchtet. Ich wollte eigentlich das vermeiden, dass wir nachher zum Plus Nacharbeit machen müssen. Ne? Am besten gleich erledigen. Damit wir da ja eine Änderung noch zu kommen. Und zwar mit dem Lenkwiderstand. Das lässt sich nun einstellen. Ne? Wir haben jetzt 6000 mal 100, 7000, 3000. Ich werde mal gleich mal ausleeren. Mal Lenkung deaktivieren mit O. Dann würde ich ihn zum Hof fahren können. Ne? So. Jetzt hört man fast nichts. Ne? Oder nichts verstellt. So. Bremse. Einstellung. Sound. Fahrzeug, Motor, Lautgeräusche. Geh ein bisschen hoch. So. Thank you.
Ja, man hört jetzt wieder was, ne? Man muss sich was verstellt haben oder der Ton an sich hat sich verstellt. Was ich aber nicht genau weiß. Ich habe nichts gemacht. Unschuldig. Patch kam auch nicht, da kam am 12. raus. So. Knackt was gelenkt. Achso, ja, mal ausfahren. Nee. Ja, klick, klick macht das, ne? Dürfte der Anhänger fast voll werden normalerweise. Die müssen da drin bleiben, sonst geht das nämlich nicht weiter. Dann werden wir gleich mit dem Traktor zum Hof fahren, ne? Und ihn gleich so hinstellen, dass wir ihn wieder volltanken können. Jo, bei mir ist 23.19 Uhr. Aber ich kann ja morgen ausschlafen. Na, du hast so wenig getroschen? Oh doch, genau berechnet. Lass uns stehen. Ah, C. Ne, Quatsch, ja, C. C. Sprit sparen, ne? Diesel. So, dann fahren wir, ups, zum Hof. So, auf geht's. Jo. Schauen wir am Hof nach rechten und ob die Katze so macht, ne? Auf geht's. So, das haben wir. Ja, müsste man jetzt schaffen. Das ist ein bisschen blöd. Eintönige Arbeit ist ein bisschen ungünstig. Ja, hieß ja bitte leise, ne? Aber das ist halt so, ne? Ein Fenster auch machen, ne? Können ja vorne auch machen mal. Ja, schon ein bisschen lauter, ne? Das ist in Frischluft. Was so alles gibt, ne? Ja, die heutigen modernen Traktoren haben ja alle Klimaanlage. Staubfilter und sowas, ne? Ganz ehrlich, wenn ich auf dem Feld arbeite und Getreide getroschen will, fällt viel Staub an. Das möchte ich gar nicht in der Fahrkabine haben. Da muss ja wieder alles geputzt werden. Das kriegst du nicht einen guten raus. Ich meine, gut, ein Arbeitsgerät ist ein Arbeitsgerät, aber wie gesagt, man kann ja das vermeiden, ne? Ein Arbeitskollege hatte eine Stauballergie gehabt und hat Drescher gefahren. Das war aber ein Argument zu sagen, gib mir mal einen Drescher mit wo die Kabine dicht ist, ne? Die gab es ja später auch schon, ne? Es gab, die Katze. Es gab moderne und ältere Maschinen, ne? Da hat er die ältere Maschine nicht gleich weggeworfen, ne? Sondern hat die Prinzip. Na, Novi, mach Platz. Du hast ja einen Platz ausgesucht, hier zu gucken. Ja. Geht Licht an. Bremse. So, Getreidelager 1 wird nicht genommen.
Die haben halt zwei gepackt, ne? Bin mir nicht ganz sicher, warum, weshalb, aber wahrscheinlich ist noch im Lager 1 auch mal Weizen drin gewesen. Und das ist vielleicht. Oh, jetzt haben wir auch ein Gewicht dran, ne? Fast 12 Tonnen. Das muss neu sein. So. Auf geht's. Zum Feld, ne? Ja, das Getreide wird dann hochgepumpt, kann man nicht sagen. Ich glaube eher mit so einem Gebläse hochgeblasen, ne? Witze. Hätte auch wieder einen Besuch von einer Katze gehabt. Aber gleich mal kurz vorher gegeben. Draußen, dann war wieder gut. Boah, der ist gut im Schuss, der ist gut in Pflege. Ich muss mal nachher für ihn besorgen, so ein Zeckenmittel. Und der ist meistens noch voller Zecken. Das war nicht mein Kater. Aber so ein Tier habe ich doch ein bisschen Mitleid. Ich glaube, das eine Haus haben sie mal abgerissen, da hat er irgendwie dazu gehört und seitdem ist er mehr oder weniger ab und zu bei der Nachbarin, glaube ich. Aber der ist draußen gewöhnt, also da kannst du jetzt nicht sagen, ich sperre ihn jetzt in eine Wohnung ein. Da tust du ihm keinen Gefallen mit, ne? Das mögen Katzen nicht. Wenn sie nur die Wohnung kennen, dann ist es kein Problem. Aber wie gesagt, wenn sie mal draußen waren. Auf der Jagd und ihre Triebe halt, ne? Was Katzen so auch so gerne mögen, ne? Übrigens die Zeit jetzt hier, Februar ist eigentlich die Zeit dafür. Bei uns früher zu Hause, da darfst du kleine Kinder schreien, ne? Aber da standen drei, vier Kater gegenüber und haben kräftig Stimmung gemacht, ne? Ja, so Tiere sind halt so. So, ein Stückchen weiter noch. Passt. Bremse. C. Ausmachen. Wofür ist der? Allrad. Handbremse lösen, ey. Wir rechnen mal wechseln mal die Fahrtrichtung, ne? Ja, wozu das gut sein soll, weiß ich jetzt auch nicht. Da können wir spekulieren. Wir fahren wir nach vorne, ne? Aber die Funktion haben wir halt, ne? Da ist nichts, da geht Fenster auf und Tür. Warum man hier reingehen kann, weiß man nicht. Also mir jetzt schlüssig, ne? Also Tür aufmachen ist gut, aber Einstein geht hier eigentlich nicht normalerweise. Gut, wir steigen mal aus. So. Uhrzeit. Jetzt haben wir 15 Minuten ungefähr jetzt verklart. Mit. Nicht mit der Aufnahme wegen Getreide wegfahren. Ah. Ist ja alles in Berechnung, wie in der Zeit, aber der Drescher ist ja irgendwann muss wieder abgeben. Beziehungsweise was hier schön ist. Lenkkonsolenrotation. Handbremse lösen. Höhe. Okay, hier ist. Tankklappen öffnen und schließen. Das ist gemein. See.
Der muss natürlich aufbleiben, ne? So. Wir haben noch drinne 206. Ah, das machen wir jetzt nicht. So, dann. Deswegen machen wir jetzt. So. Komm, komm. Schnell. Der rollt. Wie gesagt, wenn das Menü offen ist, kann ich weder lenken noch bremsen oder dergleichen. Das ist schlecht. Und Backup gibt ja sehr gut Gas. So. Nicht alles täuscht haben wir, müssen wir eh von Null anfangen, ne? Habt ihr Wünsche, Anregungen, einfach mal reinschreiben in die Kommentare. Dann kann ich darauf eingehen und das entsprechend einplanen, ne? So, auf geht's. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Auch für heute haben wir die Zeit wieder geschafft. Dann sagt mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter, hier bei Kettle und Kopf mit Brockendrisch. Tschüss.